Jo, moin Leute, ich wollte euch nur eine kleine Info dalassen. Und zwar geht ja einiger Rumor rum, die 4.2 Golden Master GM ist für Developer erschienen. Man kann auch als normaler Nutzer drauf upgraden, ohne einen Dev-Account zu haben. Man braucht allerdings das iTunes 10.1 Beta. Aber wenn ihr das geladen habt und die Firmware habt, könnt ihr die Firmware auch installieren. Ich wollte nur was ganz Wichtiges sagen. Und zwar hat Comex getweetet, der Jailbreak wird nur dann untethered sein, wenn ihr eure 4.1 SHSH-Dateien gesichert habt. Ihr könnt die SHSH-Dateien für 4.1 nur so lange sichern, solange 4.1 noch signiert wird, das heißt die neueste Firmware ist. Das ist im Moment noch der Fall. Also heißt das für euch jetzt SHSH-Dateien sichern. Ihr geht auf thefirmwareumbrella.blogspot.com und findet dort das Programm, was ihr downloaden könnt. Dann startet ihr das Programm, steckt euren iPod an und klickt dort auf Save SHSH, also SHSH. Ihr werdet einen Link in der Videobeschreibung haben. Dort wird das alles gepostet sein und dort könnt ihr gucken. Dann klickt ihr auf den Link und könnt das alles einstellen. Was jetzt noch wichtig ist, also Tethered bedeutet, ein Jailbreak ist Tethered, wenn kein iBoot-Exploit vorliegt. Ich will es jetzt nicht so genau erklären, ein Exploit ist eine Sicherheitslücke und iBoot sozusagen sowas wie das BIOS am Computer. Das bedeutet, der neueste LimeRain-Exploit ist kein iBoot-Exploit, zwar ein Bootrom-Exploit, also auch im BIOS, aber nicht ganz so tief sitzend. Er ist Tethered. Das bedeutet, wenn ihr euer Gerät jailbreakt, dann, wenn ihr es wieder, also wenn es mal ausgeht oder ihr es ausgemacht habt und wieder hochfahren wollt, kommt ihr in den Recovery-Mode, wo das iTunes-Zeichen angezeigt wird. Dann müsst ihr es an den Computer anschließen und wieder Jailbreak drücken. Wenn ihr das macht, geht euer Gerät wieder an. Untethered bedeutet, es geht ganz normal an und aus. Der Jailbreak ist nur untethered, wenn ihr eure SHSH-Dateien gesichert habt. Also sichert diese noch, solange es geht. Dann danke ich euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr WLAN habt, ein iPhone, iPod oder iPad, dann solltet ihr auf jeden Fall Twitter haben und mir dort folgen. @iTouchTester steht auch ein Link in der Videobeschreibung, wo ihr mir folgen könnt. Dort findet ihr immer die neuesten News zu allen Sachen. Immer schnell und zuverlässig bei mir, okay? Dann bis später.